Gerade komme ich vom Frühsport, vom gehassten Joggen zurück. Also das Joggen, das ich total hasse, weil mir ja die freie Marktwirtschaft, die freie soziale Marktwirtschaft, die Dr. Markus Krall so total verherrlicht, mir jetzt die Sporthallen gesperrt hat, wo ich die Sportart machen kann, die mir Spaß macht sozusagen. Dadurch muss ich mich quälen zum Joggen, ja. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin ja ein höflicher Mensch und da ja die Leute alle Angst haben, infiziert zu werden, beim Joggen gucke ich immer in die andere Richtung, atme in die andere Richtung, nehme den maximalen Abstand und so weiter. Stelle auch wieder fest, dass viele überhaupt nicht den Abstand einhalten und so weiter. Aber das hat mir auch Dr. Markus Kralls geliebte freie soziale Marktwirtschaft beschert, denn auch das ist eine interne Logik unseres Wirtschaftssystems, nämlich den einsamen, kaufsüchtigen Single zu erzeugen. Ich glaube, heute waren die ganzen sich ausweichenden und wegguckenden Menschen noch nie so einsam wie heute sozusagen. Ganz kurz wieder die Beweisführung, aber ich verweise natürlich auf die hunderten anderen Videos, die ich für verschiedene Internet-Fernsehsender besprochen habe, wo das alles tausendfach erklärt wird, aber jetzt nur ganz wieder ganz schnell hier. Ja, warum ist die von Dr. Markus Krall verherrlichte freie soziale Marktwirtschaft an allem schuld? Weil, hier, erstens, ganz kurz, hier war der erste Lebensmittelhändler der Evolution vielleicht vor 350.000 Jahren, schätzwert, ne? Der sagt, nee, ihr dürft, ich liefere euch nur völlig reif geerntes, gesundes Obst und gesundes Gemüse und Wildkräuter und Nüsse und so weiter und bloß nichts Denaturiertes. Und hier dieser Händler, der vielleicht 200.000. Händler der Evolution, hat plötzlich einen wirren Kopf. Ja? Aber dieser wirre Kopf wird sein Erfolgsgeheimnis werden, sozusagen sein Erfolgssignal werden, ja. Sozusagen glaubt, nein, man kann die Nahrung trocknen, man kann sie später dann mit Glyphosat anreichern, mit Pestiziden, mit Fungiziden, mit Süßstoffen, mit Zucker, mit Salz, mit Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Hefeextrakten und so weiter. Und trotzdem ist das alles total gesund und außerdem ist es viel billiger, weil diese Rohstoffe viel billiger sind und dadurch kann ich euch die Sachen viel billiger anbieten und dann die Leute fallen, ein Teil der Leute fällt halt drauf rein und die kaufen alle seine Produkte sozusagen. Dadurch kriegen sie alle eine Immunschwäche und wir alle werden anfällig für das Coronavirus. Also hat uns schon mal dieser freie Markt, am Anfang herrschte ja der ideale freie Markt. Es gab ja noch keine soziale Komponente. Ne? Also dieser freie Markt, das Dr. Markus Krall, dieser Neoliberalismus pur sozusagen, hat uns heute als Spätprodukt die Corona-Thematik gebracht. Denn nur wegen unseres schwachen Immunsystems ist das überhaupt ein Thema. Ne? So, und dann kommt das Nächste, nämlich, dass hier unsere, und hier, natürlich hat dieser Händler, natürlich hat jeder Händler in der freien Marktwirtschaft ein Interesse an der sozialen Isolierung aller Menschen von allen Menschen, an dem einsamen, kaufsüchtigen Single, weil nur, wenn es viele einsame, kaufsüchtige Singles gibt, kann in seinem Umfeld gibt, kann er seinen Umsatz erhöhen, ne? Und das habe ich auch schon öfters geschildert, wie er das macht. Ja, aber jetzt gehen wir mal direkt auf den ersten Schamanen ein, vielleicht vor 170.000 Jahren. Ja, und dieser Schamane, Schluck Wasser. Dieser Schamane, sozusagen der erste Schamane sagt, nee, also hier,
wenn ihr gesund leben wollt, dürft ihr auf keinen Fall die Nahrungsdinge von diesem Händler da, diesem Lebensmittelhändler mit seinen denaturierten Sachen essen. Ihr müsst immer nur naturbelassene Sachen essen, gesunden Lebensstil, gesunde Bewegung und so weiter. Und dann habt ihr so ein stabiles Immunsystem, dass ihr mich eigentlich gar nicht braucht. Und leider ist es dann tatsächlich so, dass die Kunden ihn tatsächlich nicht mehr brauchen und dann kann er seine Praxis schließen. Hat seine Aufgabe erfüllt, aber im freien Markt ist er nicht überlebensfähig. Während der hunderttausendste Schamane sich wieder total irrt sozusagen, das ist dann der Begründer der modernen Schulmedizin sozusagen, der irrt sich total und sagt, nein, ihr könnt den ganzen Fraß von dem Lebensmittelhändler, diesen ganzen Chemie-Sondermüll könnt ihr unbedenklich essen, das ist alles total gesund, ist vielleicht sogar gesünder als diese Naturnahrung und so weiter. Und die Leute hören auf ihn, werden chronisch krank, bleiben chronisch krank, haben ein chronisch geschwächtes Immunsystem, werden anfällig für Corona und Co. und werden anfällig für Krebs und Co. und für all diese Krankheiten und so weiter. Und dann kann dieser Heiler sozusagen richtig gut absahnen, weil er sich ja einen Stamm von Dauerkranken wie einen Zoo hält, also quasi wie einen, regelrecht baut er sich Kranke an sozusagen und dadurch kann er sehr gut leben, kann zwei Kinder ernähren, nächste Generation schon 3 Kinder und so. Dann entsteht eine ganze Professorendynastie, die unsere schulmedizinischen Hochschulen bevölkert, wo die Ärzte ausgebildet werden, wie man mit solchen gewinnbringenden Irrtümern Geld macht auf Kosten der Gesundheit der Menschheit. Ne? Und das hat uns der freie Markt des Dr. Markus Krall beschert. Das heißt also, dieses krankmachende Gesundheitssystem und immunschwächende Gesundheitssystem, dieses überhaupt nicht an Gesundheit interessierte, das ist das Wesensmerkmal der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und der Gegenpol dazu sind eben die nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, ja, die auch, glaube ich, in der Infobox wird das wahrscheinlich bei den meisten Sendern jetzt auch mit veröffentlicht, die neue Homepage. Und da ist es dann eben so, dass die den Gegenpol haben, ja, dass die eben sagen, ja, hier, ja, wupp. So, hier, Weltrat der Weisen, ne? Das ist der Hauptsache, der Weltrat der Weisen und die Next Scientist for Future.de sind ein Arbeitskreis, aber auch hier wird dann schön deutlich, also hier die Einführung der Wohlfühlstimme als zusätzliche Wahlstimme, die quasi diesem freien Markt durch dieses planwirtschaftliche richtige Element, diesem verrückten freien Markt, das Dr. Markus Krall endlich Grenzen setzt sozusagen. Und das bedeutet, dass der hier, der Schamane und der Lebensmittelhändler, die uns beide vergiftet haben und beide krank gemacht haben und quasi dieser Schamane, der gesagt hat, ja, ihr braucht meine Impfungen, ihr könnt gar nicht leben ohne meine Medikamente und so weiter, ja, der würde ja im Resümee erzielt er ja negativere Wohlfühlnoten und negativere Gesundheitsdaten, denn seine Leute müssen häufiger operiert werden und das wird auch in die Wohlfühlstimme mit einberechnet und das bedeutet dann eben, dass dieser Schamane, dieser Schulmediziner keine Verdienstzuschläge mehr von den Krankenkassen bekommt und der andere, der Wahrheitsorientierte, rückt quasi an seine Stelle, die beiden tauschen die Plätze und der, wenn der starrsinnig bei seinen gewinnbringenden Irrtümern bleibt, werden der Händler und der Schamane, der Schulmediziner ihre Praxis schließen können nach einiger Zeit, weil sie keine Verdienstzuschläge mehr bekommen von den Krankenversicherungen und vom Staat und so weiter. Und während dieser hier, der wahrheitsorientierte Händler und der wahrheitsorientierte Schamane,
sozusagen, so wie so, solche Ärzte, wie wir sie jetzt gerade in der Kritik bei Corona gefunden haben oder wie sie sich auch bei den nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, finden, da ist sozusagen, die werden gute Verdienstzuschläge bekommen, werden Marktführer werden können, werden viele Kinder ernähren können und werden die zukünftige Dynastien der Medizinprofessoren stellen können. Ja? Ja, also, das heißt, die Tatsache, dass jetzt gerade uns eine irrtumsbelastete Schulmedizin und Pharmaindustrie gerade Deutschland beherrscht und die Politiker und Journalisten sozusagen mit falschen Informationen in die Irre führt, sozusagen, das ist die zwangsläufige Folge des von Dr. Markus Krall so verherrlichten freien sozialen marktwirtschaftlichen Systems, ja. Und deswegen hier, also hier Gegenpol, Gegenpol sind eben die nextscientistsforfuture.de, die übrigens, also ja, nichts mit den Spinnereien zu tun haben, den linksradikalen Spinnereien, ja. Zum Beispiel habe ich die linksradikalen Spinnereien, liebe, also wo seid ihr? Liebe Fridays for Future und Greta Thunberg, ja, was ist denn jetzt hier los? Hm? Jetzt haben wir hier plötzlich eine Überschwemmung mit Werbung. Woran liegt das? Ja, das ist einfach eine Werbebombardierung. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Hier Greta Thunberg und Fridays for Future, ja, also liebe Fridays for Future und liebe Greta, ihr habt leider das Pech, dass natürlich alle, die in unserer Gesellschaft knapp an der Psychiatrie vorbei sind und so wahnsinnig sind und so viel falsche Träume von einer Zukunft, die nie kommen kann in dieser Form haben, ja, dass die natürlich sich jetzt in eure Orga-Teams reingedrängt haben. Ihr hattet so ein schönes, klares Ziel, Klimaschutz, frühestmöglichen Kohlestopp, hopp, hopp, hopp und Klimaschutz und so weiter. Und das hätte man realisieren, könnte man realisieren, zusammen mit den nextscientistsforfuture.de, weil die ein so gewaltiges Gewirtschaftswunder in Deutschland erzielen würden, dass sie das locker aus der Portokasse bezahlen können, alles, was ihr euch da wünscht. Die Vorreiterrolle von Deutschland, die der Welt zeigt, wie Klimaschutz geht und Umweltschutz und Klimaschutz zusammengehen und so weiter. Aber jetzt habt ihr jetzt so Träumer dabei. Gestern habe ich die gesehen auf der Straße, wie sie die Straßen beschmutzt haben mit wir haben Platz, ja? Und never forget, Niki hat eben darüber berichtet, wie 1600 Kinder in Europa aufgenommen werden sollen. Ja, wir haben Platz, ja? Also die völlig naive Vorstellung, ja? Also als könnten wir hier in Europa... Ja, das sind diese jungen Leute, das sind wahrscheinlich junge Leute, die noch nie einen Cent selber verdient haben und die gar nicht wissen, was es bedeutet. Was ist, wenn wir bei den 1600 Kindern und wenn wir sagen, wir haben Platz, was ist, also kein Problem, wenn diese Leute alle hier aus dem hochqualifizierten Bereich sind oder mindestens aus dem die Kinder aus dem hochintelligenten Bereich sind, dann eine gute Ausbildung hier in Deutschland bekommen und aufgrund ihrer hohen Intelligenz sozusagen dann auch produktive Mitglieder und gut integrierte Mitglieder dieser Gesellschaft werden. Null Probleme, kein Problem, kein Problem. Aber was ist, wenn die Großmehrzahl dieser 1600 Kinder und dieses Wir-haben-Platz-Zustromes, wenn der aus diesem Bereich kommt, niedrigste berufliche Qualifikationen und niedrigste Intelligenzquotienten und niedrigste Gehirngrößen und so weiter, relative Gehirngrößen oder was auch immer, also niedrigste Gehirnleistungsfähigkeiten und denen können sie die beste Ausbildung der Welt hinstellen, die schaffen sie gerade mal bis hierhin und wenn die dann noch ihrer Tradition folgend ganz viele Kinder bekommen, ja, dann ist das wie ein Mühlstein am Hals der deutschen Wirtschaft
Und die europäische Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft gehen zusammen sozusagen den Bach runter und die Nachkommen dieser Idealisten, dieser an der Psychiatrie knapp vorbeischrammenden Spinner sozusagen, landen quasi in einer Zukunft, wo wir in ganz Europa nur noch 2 Euro pro Tag haben alle und wo auch alle, die nicht arbeiten, dann verhungern müssen, weil alle, die arbeiten, haben gerade noch genug Geld, um sich selbst vor dem Verhungern zu schützen und dann werden halt alle die an. Wir werden also quasi mit Afrika, mit den schlimmsten Teilen der dritten Welt, wo überall die Leute an Hunger sterben, mit denen werden wir die Plätze tauschen, ne? Weil wir sozusagen die Afrikaner, die behalten wenigstens noch einen großen Teil ihrer fähigsten Leute im Land, ja, sozusagen, können dadurch wirtschaftlich langsam anziehen. Und wir haben diese riesigen Mühlsteine von überhaupt nicht für unsere Wirtschaft brauchbaren Menschen und das über viele Generationen hinweg. Und dadurch sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig und dann ist Deutschland und Europa sind bald das neue Afrika sozusagen mit an Hunger sterbenden Menschen und so weiter. Ja, und das haben dann diese Träumer, diese weltfremden, knapp an der Psychiatrie vorbeischrammenden Träumer dann erzeugt. Ne? Und liebe Fridays for Future, ihr müsst euch von diesen verabschieden. Ja? Also das ist der absolute Untergang eurer Bewegung jetzt sozusagen mit allem, was total spinnert und verrückt ist, die in eure Orga-Teams reingelassen zu haben, ist das Todesurteil eurer ganzen Bewegung. Ihr könnt jetzt immer noch vernünftig werden, könnt diese Leute freundlich und höflich verabschieden und sagen, hier, wir gehen wieder ganz streng zurück auf unsere Klimaziele und das machen wir zusammen mit den Next Scientists for Future. .de machen wir den System Change, not Climate Change. Und dann haben wir die Vorreiterrolle für die Welt sozusagen. Ja? Aber man kann das eben alles auch dann, nehmen wir gleich den nächsten Träumer mit dazu, der natürlich dann gut reinpassen würde ins Orga-Team von Fridays for Future. Ja, Christian Felber mit seiner missratenden Form der Gemeinwohlökonomie. Einerseits natürlich die richtige Grundidee. Ne? Also, Sekunde, Schluck Wasser. Natürlich müssen wir die Wirtschaft, die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall endgültig beenden, anstatt sie mit einer bürgerlichen Revolution noch zu verstärken. Ja, wir müssen sie selbstverständlich beenden, denn hier unsere geliebten Milliardärskönige leiden ja genauso wie wir, vielleicht ohne, dass es ihnen so ganz bewusst ist, aber sie haben ja auch in den letzten 400.000 Jahren ihre Vorfahren und sie also haben einen riesigen Verlust an Lebensqualität hinter sich, einen riesigen Verlust an Gesundheit hinter sich und deswegen auch einen riesigen Verlust an Langlebigkeit hinter sich, ja? Aus Ausgleich dafür haben sie ein paar Milliarden, für die sie sich aber weder Glück noch Gesundheit noch Langlebigkeit kaufen können. Ne? Also der Dr. Med-Gerd Reuter hat das ja auch so schön nachgewiesen, dass alle Daten dafür sprechen, dass all die Leute, die für viel Geld angebliches Anti-Aging machen, dass die alle früh sterben und nicht länger leben. Ja? Also nochmal Dr. Med-Gerd Reuter mit TH, die neuesten Vorträge hören, da wird das deutlich. Ja, und uns allen geht es doch genauso wie den Milliardärskönigen. Und wir müssen mit allen Menschen der Gesellschaft zusammen, vor allem mit den Milliardärskönigen zusammen, den Ausstieg aus der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall schaffen, sozusagen. Und das ist das, worum es jetzt geht, ja. Ich lese jetzt mal weiter vor, den Christian Felber hier, ja. Also was gut war an Felber ist also, dass wir eine menschenfreundliche Wirtschaft brauchen. Aber das muss man auch können, ja. Diese Idee der menschenfreundlichen Wirtschaft hatten die
Einige von den Next Scientists for Future.de, alles ein Wort, hatten die schon vor, ja, ich glaube 1985 spätestens hatten sie diese Idee schon, ja. Und danach haben sie die ganzen Jahrzehnte gebraucht mit der Frage, wie machen wir denn das? Und eine ihrer vielen Lösungsmodelle ist eben diese Wohlfühlstimme, die also quasi die Bhutans Bruttonationalglück als Staatsziel richtig operationalisiert, also in Zahlen umsetzt, zusammen mit den Gesundheitsdaten und so weiter. Ja, also das heißt, da ist die Lösung für uns, ja, und da ist die Lösung, ja. Und hier so, wie ist das hier auf der neuen Homepage, einige 7 von 24 der aktiven Wissenschaftlerinnen, das waren jetzt die vom Weltrat der Weisen, und beim Next Scientist for Future.de sind ja natürlich nicht alle dabei, aber ein Großteil. Ne? Und jetzt bin ich ganz falsch geraten. Ja, dann schauen wir uns das also doch nochmal an mit dem Felber. Christian Felber, eine schreckliche Sendung, total langweilig. Wer schaut sich das über eine Stunde an, da mit irgendeinem Schloss, ein leider nicht sehr interessanter Moderator, der Felber auch irgendwie völlig ungünstig anspricht. Na gut, egal. Felber wurde aus seinen Worten zufolge, aus den österreichischen Schulbüchern wieder rausgestrichen, völlig zu Recht. Denn jemand, der so verträumte, linksträumerische, der auch so wie die Fridays for Future so ein Sammelsurium geworden ist mit seiner Gemeinwohlökonomie für jeden knapp an der Psychiatrie vorbeischrammenden, lebensuntüchtigen Träumer der Welt sozusagen so ein Sammelsurium geworden ist, ist doch klar, dass man sowas Gefährliches und Jugendgefährdendes natürlich aus den Lehrbüchern rausstreichen muss. Und da hatten natürlich die normalen Volkswirte recht, denn die sind zwar auch nicht vernünftig, denn die sind fast alle Anhänger der freien sozialen Marktwirtschaft, aber die spüren wenigstens schon auch, so vernünftig sind solche Leute wie Professor Hans-Werner Sinn oder so, schon noch, dass sie spüren, dass das, was Felber will, der Totalruin Europas wäre. Ja, zum Beispiel, ich mache mal nur ein Beispiel. Er sagt so Dinge wie ungefähr so, wir sollten nicht mehr exportieren als die anderen. Zum Beispiel Deutschland sollte nicht mehr exportieren als die anderen. Es sollte eine ausgeglichene Handelsbilanz geben. Ja? Wozu? Und dann auch noch ein Höchsteinkommen. Was passiert, wenn wir hier in Deutschland, in Europa, in Österreich, in der Schweiz ein Höchsteinkommen festlegen? Dann sagt sich hier, alle, die richtig reich sind, die sagen sich, aha, jetzt will man mich enteignen. Und man gibt mir keine bessere Lebensform, man gibt mir also nicht erst diese bessere Lebensqualität, sodass ich als Milliardärskönig gerne in Österreich und in Deutschland bleibe, in Europa bleibe. Und man gibt mir keine längere Langlebigkeit sozusagen, man gibt mir keine viel größere Gesundheit, man gibt mir kein viel größeres Lebensglück. Und dann guckt man, was passiert sozusagen, sondern man will mich direkt bestehlen. Ja? So empfindet das dann der Milliardärskönig. Felber will mich bestehlen. Ne? So, und dann sagt er sich natürlich, hier Evolutionsbiologie, noch sind die Grenzen offen, noch hat Felber keine DDR-Mauer um uns gezogen, ich kann noch flüchten. Dann nehme ich meine ganzen Unternehmungen, mein ganzes Geld und mein ganzes Vermögen und ziehe das raus aus Österreich und Deutschland und suche mir in der Welt einen Platz, wo ich keine Begrenzung, kein Höchsteinkommen habe. Dadurch verlieren wir die fähigsten Köpfe des Landes, verlassen das Land
Und übrig bleibt eine Wirtschaft der Dummen. Also es bleiben die Dümmsten übrig. Und das ist eben das Resümee von Felbers missratenem Gemeinwohlökonomiekonzept und den ganzen Träumereien, die er mit aufgenommen hat, um die ganzen knapp an der Psychiatrie vorbeischrammenden lebensuntüchtigen Träumer unserer Gesellschaft aufzusammeln. Ja? Es würde also bedeuten, dass also hier die wandern ab, die verlassen Deutschland und Euroösterreich so schnell sie können. Übrig bleibt dieser Teil und damit ist sozusagen die gesamte österreichische und deutsche Wirtschaft schlagartig nach hier verlagert. Also ist Afrika schon ganz nahe gekommen, wird also riesige Lebensstandardsverluste und finanzielle Verluste haben und die Leute werden gegens Verhungern ankämpfen müssen. Weil Felber alles zerstört hat. Ne? Und das ist die Dynamik, die dabei geschieht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was interessiert uns denn, wer viel exportiert? Oder eine ausgeglichene Handelsbilanz? Was hat denn das für einen Sinn, über so einen Quatsch zu reden? Das hat doch überhaupt keine Bedeutung. Ja? Also, eine ausgeglichene Handelsbilanz. Jedes Land, das auf der Welt überleben will und nicht eines Tages wie Saddam Hussein und der Irak dahingeschlachtet zu werden oder wie Gaddafi abgeschlachtet und Libyen und so weiter abgeschlachtet und ausgemerzt zu werden. Wer nicht so ausgemerzt werden will wie die nordamerikanischen Indianer, wer nicht so ausgemerzt werden will wie die südamerikanischen Indios, ja, der muss dafür sorgen, dass die Fähigsten, die Intelligentesten, die Klügsten, die genetisch Intelligentesten einige Kinder haben, damit diese Kinder dann die Innovationen entwickeln, die Welt von denen haben will. Und nur aufgrund dieser Tatsache, wir sozusagen etwas verkaufen können, was die Welt von uns haben können, will sozusagen. Nur dadurch haben wir die Möglichkeit, in den anderen Ländern der Erde zum Beispiel die elektronische Steuerungstechnologie von Miniraketen sozusagen einkaufen zu können, mit denen wir alle möglichen Angriffe auf die europäischen Grenzen mit einem Abwehrabfangriegel sozusagen abwehren können. Und wir können also alle Hightech-Sachen und einkaufen sozusagen und wir kriegen auch einen ausreichenden Zustrom von den qualifiziertesten Elektronikern und Raketensteuerungselektronikern aus aller Welt sozusagen, die nach Deutschland und nach Österreich bereit sind zu kommen, weil ja dann eben wir so erfolgreiche Länder sind und die integrieren sich auch problemlos und dann haben wir die besten Ausländer der Welt in Deutschland und Europa sozusagen und haben den Braindrain erfolgreich gewonnen sozusagen und die entwickeln mit uns diese super Hightech-Raketen, gegen die keine angreifende Rakete oder Flugzeug oder Panzer oder sowas durchkommt, sondern alles wird direkt an der Grenze stillgelegt und zum Absturz gebracht oder zum, ja, wenn wir das nicht haben, dann sind wir irgendwann Freiwild, dann sind wir irgendwann Saddam Hussein, ja, dann ist irgendwann, sind wir sozusagen irgendwann für China oder für Indien oder für USA sind wir dann irgendwann Saddam Hussein und der Irak und müssen halt mal eben dahin geschlachtet werden. Und Jack London hat das ja beschrieben, wie man mit Biowaffen ein Land völlig entvölkern kann. Ich hatte als Idee, man könnte auch die Neutronenbomben einsetzen. Damit könnte man ganz Europa entvölkern und nach einiger Zeit könnte man das durch Chinesen, Inder oder Amerikaner wieder neu besiedeln. Ne? Und schon wäre der gleiche Vorgang gelaufen wie bei den nordamerikanischen Indianern, die man ja auch teilweise mit Biowaffen, nämlich mit
pockenverseuchten Decken und so weiter eben auch mit unseren Biowaffen sozusagen getötet hat. Ja? Unter anderem. Ja? Und ja, also das heißt, das interessiert doch. Es interessiert doch nicht, ob wir einen Handelsüberschuss haben oder ob wir eine ausgeglichene Handelsbilanz haben. Die Frage ist, haben wir genug, was die Welt von uns will, um uns die effizienteste Defensivrüstung und damit das effizienteste Abrüstungsangebot an die Welt, denn diese Mini-Raketen wären ja völlig angriffsungeeignet. Ja? Die wären total ungeeignet, weil ihre Sprengkraft gerade mal so groß ist, einen Panzer zu knacken. Wenn da so drei, vier Mini-Raketen auf so einen Panzer eindonnern, dann reichen die gerade, um den stillzulegen. Aber die haben keine Möglichkeit, andere Länder in irgendeiner Weise nennenswert zu schädigen, sind also ein absolutes Maximal alles Abrüstungsangebot an die umliegenden Staaten einerseits, sind aber die ganz klare Aussage, denkt noch nicht mal dran, uns anzugreifen, da verliert ihr nur Geld, weil wir alle eure Raketen abschießen und jede Rakete kostet ein Vermögen und wir werden alles abschießen, und weil wir die überlegene Technologie haben. Und wenn das Österreich und Deutschland und Europa nicht als Ziel haben, dann können sie sich sofort in den Friedhof begeben, ne? Denn und dazu müssen sie eben dafür sorgen, wie das auch einer in einem Video ganz vehement gesagt hat, ja, dass also all die, die sich nicht ernähren können und die den Kindern nichts Richtiges bieten können, er hat also nochmal diese Moral bestärkt, die ich auch schon mal angesprochen habe. Nur wenn man Kindern wirklich eine gute Zukunft bieten kann, sollte man es verantworten, überhaupt Kinder in die Welt zu setzen. Ja? Und wir müssen sowieso schrumpfen, weil Dr. Markus Krall vielleicht recht hat, dass wir mit gesunder Ernährung sozusagen unsere Bevölkerung gar nicht ernähren können, die Weltbevölkerung nicht ernähren können. Also muss die gesamte Weltbevölkerung schrumpfen. Auch in Deutschland und Österreich müssen wir zahlenmäßig schrumpfen, weil wir wieder etwas mehr Platz für eine gesunde, naturbelassene Permakulturlandwirtschaft brauchen. Eine wirklich gesundheitsförderliche Landwirtschaft. Also können wir hier nur wenige Kinder, können wir die Anreize nur so setzen, dass hier nur ein, zwei Kinder geboren werden maximal. Und hier müssen wir idealerweise null Kinder schaffen sozusagen. Sonst wird das nichts mit der Zukunft Europas und Deutschlands und Österreichs. Und da ausgeglichene Handelsbilanzen zu sprechen, über nicht mehr exportieren als andere, das spielt doch alles keine Rolle. Das sind die wichtigen Dinge, auf die es ankommt. Und darüber wurde mit keinem Wort geredet, ne, in diesem Gespräch. Ne? So, also ich vermute, dass das Gerede von der ausgeglichenen Handelsbilanz eigentlich auch nur ein Weg ist, Europa zu zerstören und die dritte Welt zu fördern. Das entspricht ja der Denke dieser ganzen knapp an der Psychiatrie vorbeischrammenden sozusagen lebensuntüchtigen Träumer und Spinner unserer Gesellschaft, ne? Die leider Fridays for Future überrannt haben, ja. In den Orga-Teams. Außerhalb, wie gesagt, es gibt ja hier viele Videos, ich habe ja viele Gespräche mit Teilnehmern der Demonstrationen geführt und die waren teilweise, großenteils total vernünftig und haben auch den Ansatz der nextscientistsforfuture.de sehr, sehr begrüßt. Aber in den Orga-Teams ist die Katastrophe. Ja, da haben sich natürlich all die reingedrängt, die genau gespürt haben, dass sie sowieso keiner in der Gesellschaft ernst nimmt. Und da haben sie endlich wieder ein Biotop gefunden, in dem sie sich ausbreiten konnten. Ne? Ja, was passiert, wenn die Wohlfühlstimme der Next Scientist, also wie gesagt nur eins von 100 Modellen, aber wenn dieses Modell eingeführt würde, was würde passieren auch mit den ganzen Handelsbilanzen? Ja? Also was ist da mit den schädlichen Aspekten des Welthandels? Ja? Das würde dann automatisch stoppen. Ja? Denn schauen wir es uns an. Hier unsere Händler
die Wohlfühlstimme ist eingeführt. Das heißt, ich muss als Händler, habe ich nur noch ein oberstes Ziel, meine Kunden. Meinen Kunden darf ich in meine Läden darf ich nur noch reinlassen, was maximal gesundheitsförderlich ist. Kommt jetzt also aus dem Ausland irgendwas rein, als wird mir angeboten und ich stelle fest, das ist voll mit Glyphosat oder es ist meine Chemieabteilung stellt fest, das ist voll mit Glyphosat oder es ist voll mit den und den Stoffen und so weiter und unsere Chemiker kommen zum Schluss, das ist garantiert gesundheitsschädlich, dann lasse ich das erst gar nicht in meine Läden rein. Ich lasse es vielleicht in meine Läden rein, aber mit dem Warnhinweis in dem Regal gesundheitsgefährdende Produkte, ja, also wo vielleicht dann also eben dieser ganze gesundheitsgefährdende Sondermüll für die danach süchtig sind, ja, dann einfach angeboten wird, weil der Händler, wir sind ja ein freies Land, jeder darf sich seine Gifte kaufen, aber wie bei den Zigaretten steht dann da drauf, gesundheitsgefährdende Produkte, Vorsicht, Lebensgefahr, ja. Und dann werden die Süchtigen noch ihre Waren bekommen, aber nur noch in der Ecke der Märkte, unten in den untersten, auf den untersten Ebenen, in den Ecken der Märkte, ganz ab vom Schuss sozusagen. Ja? Die Händler, also dadurch würde sich die ganze Problematik des Weltmarkts bereinigen. Entweder aus der Welt kommen noch gesündere Permakultur und Super-Bio und Echt-Bio und echt-ökologische Produkte rein, Gemüse, Obst und so weiter, dann lassen die Händler das in ihre Läden sozusagen. Und wenn jetzt die Afrikaner klug genug sind, jetzt ist es wieder eine Intelligenzfrage, wir können doch nicht die Afrikaner in irgendeiner Weise zwingen, klug zu werden, ja, sondern wenn die von sich aus klug genug sind und ihr einige vernünftige Leute im Regierungsbereich haben und die sagen, wir führen auch die Wohlfühlstimme ein, wir rufen die nextscientistsforfuture.de, aber Vorsicht, die haben nur versprochen, einen Staat völlig kostenlos auf Kurs zu bringen und total zu sanieren, aber nicht zwei Staaten. Ja? Also deswegen beeilt euch, afrikanische Länder, ja? Vielleicht seid ihr dann die Ersten. Ja? Es gab ja schon mal Gespräche, wo ein afrikanisches Land eben ganz dicht dran war und großes Interesse bekundet hat, aber wahrscheinlich waren die anderen wiederum zu dumm, das zu verstehen, während die Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe, klug genug dafür waren. Ja? Und ja, und dann ist es eben so, dass jetzt, wenn Afrika das einführt, dann hat es eben genau dieselben Bedingungen, nämlich dass das aufhört, was wir ja immer so beklagen. Wir beklagen ja immer, dass also unsere Hähnchenabfälle sozusagen nach Afrika transportiert werden und dort die Preise der afrikanischen Hühnerfarmen sozusagen unterbieten und die alle in die Pleite treiben oder bei den Tomaten oder bei anderen Sachen. Ja. Und dann würde es ja sein, dass die afrikanischen Händler, deren chemische Abteilung oder die staatliche chemische Abteilung sagen würde, okay, das, was da aus Europa kommt, ist Chemie-Sondermüll, das könnt ihr nicht gebrauchen, da sind Antibiotika, Hähnchenfleisch mit Antibiotika drin und so weiter. Das ist gesundheitsschädigend und das, wenn ihr verdienen wollt, müsst ihr ja die Wohlfühlnoten der Kunden verbessern und die Gesundheitsdaten und dann dürft ihr diesen Schrott aus aller Welt dann nicht mehr in eure Läden lassen und dann ist das Thema doch erledigt. Dann brauche ich noch nicht mal Zölle, weil dann dieser ganze Müll einfach nicht mehr reinkommt. Ja? Und wenn es Süchtige nach diesem Müll geben sollte, die danach große Nachfrage entwickeln, dann stellt man das halt in die untersten Regalecken mit dem Vermerk tödliche Lebensmittel, schwer gesundheitsschädlich. Ja? Und dann, der Mensch hat ja das Recht, sich umzubringen, auch mit tödlichen Lebensmitteln. Ne? Freiheit über alles. Ne? Ja. Ja. So viel für jetzt. Ich fasse zusammen. Die zwei Gegenpole. Ja, also was wir streichen können in der Gesellschaft, ist also,
Wir können vergessen, die ganzen linksextremistischen Spinner, die werden, das sind Verfassungsfeinde mit ihren Tendenzen des Diebstahls und des Raubmordes. Ich habe ja gerade die Tendenz von Christian Felber angesprochen mit seiner Attack-Organisation und seiner Gemeinwohl-Attack-Organisation. Die will also eine Attacke fahren gegen die Reichen und will sie bestehlen und so weiter. Also gehört auch zu den Dieben und Raubmördern. Und sowas Linksextremistisches, klar, dass sowas aus den Lehrbüchern gestrichen wird, in den Schulbüchern für Kinder gestrichen wird, weil das verfassungsfeindliche Propaganda ist. Ne? Also diese ganzen Linksextremisten hier, Felber, Gemeinwohlökonomie, die Extremisten, die sich jetzt reingeschlichen haben in die und die Orga-Teams der Fridays for Future verseucht haben, die werden alle niemals, ja, zum Beispiel diese Seebrücke, die da gestern mit Fridays for Future aktiv geworden war und die Böden verschandelt hat sozusagen mit ihren Sprüchen, die haben also sozusagen, die haben ja schon von vornherein, also erstmal von vornherein haben die hier schon mal dieses ganze Drittel der Gesellschaft, der europäischen Gesellschaft gegen sich. Ja, also ganze Staaten in Europa. Ganze Staaten in Europa wollen keinerlei dieser geliebten Zuwanderung, die die Seebrücke gerne einschleusen möchte in Europa. Und auch in Deutschland und Österreich gibt es ein Drittel der Bevölkerung, dass diese minder qualifizierte Billiglohnkonkurrenz, die in Konkurrenz zu ihrer der eigenen Niedrigqualifiziertheit steht und diese dann noch unterbietet, indem sie bereit ist, alle Tricks mitzumachen, mit denen die Mindestlöhne ausgehebelt werden, weswegen die ja auch völlig wertlos sind, weil die ja mit allen möglichen Tricks ausgehebelt werden können. Und schon mal haben diese Seebrücke-Leute haben doch schon mal 30% der Gesellschaft total gegen sich, ja. Und dann haben wir noch die Vernünftigen, die sagen, hier das, was da zu uns kommt, wenn das nicht wirtschaftlich wirklich gut nutzbar ist, ja, na gut, da wird ein Teil wird sagen, ja gut, die konkurrieren uns hier unsere von Anspruchsdenken gekennzeichneten, niedrig qualifizierten Deutschen, die konkurrieren die aus und zeigen denen mal, wo der Hammer hängt. Nämlich, dass die mit ihrem Anspruchsdenken, sie hätten ein Anrecht auf hohe Löhne für ihre Minderleistung sozusagen, dass die denen zeigen wir, wo der Hammer hängt. Wir holen aus dem Ausland diese anderen Minderqualifizierten ein und davon sind einige. Einige werden kriminell, aber das geht uns ja nichts an sozusagen. Dann und die anderen, die werden als Billigsklaven sozusagen diese anderen, die deutsche und österreichische Ursprungsbevölkerung ersetzen sozusagen und dann haben wir da Billigsklaven. Da werden also einige sagen, okay, rein mit den Leuten. Ja, also Seebrücke, komm, bringt uns diese ganzen Leute, ja. Aber da wird es auch einige Vernünftige geben, die sagen, ja, das ist alles am Ende eine Milchmädchenrechnung, denn dann fallen ja die anderen, die Ursprungsbevölkerung fallen in die Sozialhilfe, ins Hartz IV. Das bezahlen wir dann auch wieder mit, ob sich das dann am Ende so toll rechnet, ob das so eine tolle, brillante Rechnung ist, ne? Ob die dann so toll aufgeht und so weiter, ja. Also auf jeden Fall wird es dann viele Leute, also das, was die Seebrücke wollen, wird es vielleicht bestimmt über 50% geben, die sagen, da gehen wir nicht mit. Ne? Also diese ganzen Linksextremisten hier, links außen, ja, die ganzen Träumer, die ganzen, wie gesagt, knapp der Psychiatrie entgangenen, weltfremden, lebensuntüchtigen, wahrscheinlich noch nie was gearbeitet habenden, die werden keine Rolle spielt. Genauso die Rechtsextremisten, die ihren Führerstaat wiederherstellen wollen und so weiter, die werden auch keine Rolle spielen. Es wird wirklich so eine Art Gegenpol geschehen zwischen hier, der bürgerlichen Revolution des Dr. Markus Krall, ja, und so, da sind ja auch so vernünftige Leute befreundet, wie der Professor Max Otte, der schon fast hier reinrückt, ja, sozusagen.
der ja schon eine gewisse Nähe hat über die Werteunion, schon eine gewisse Nähe zur CDU hat. Die CDU versucht ja so einen Eiertanz, nämlich sie versucht, die freie soziale Marktwirtschaft zu bewahren und trotzdem die schlimmsten Folgeschäden der freien sozialen Marktwirtschaft abzufedern. Dass ihnen das aber nicht gelingt, wird ja jetzt bei Corona deutlich, weil sie sozusagen jetzt von der freien Marktwirtschaft, von den Medizinprofessoren und Pharmaindustrieprofessoren, wobei die Medizinprofessoren alle Interessenskonflikte haben, weil sie alle Gelder von der Pharmaindustrie beziehen und so weiter, weil sie sich da von diesen in die Irre führen lassen und lenken lassen, also sozusagen die Widerstandskraft der Politik und der Journalistenschaft in Deutschland ist viel zu gering, um der Kraft dieses freien Marktes, der sagt, wir wollen wieder eine Geschäfte machen hier, mit einer, indem wir das Coronavirus so ähnlich wie das Schweinegrippevirus überhöhen und dann, wie das der Arte-Film gezeigt hat, dann eben die gesamten Gesellschaften abzocken. Und der Einzige, der gewinnt, sind die Pharmakonzerne und die Medizinkonzerne und so weiter und die Ärzteschaft und so weiter. Ja, also da das bürgerliche Revolution und der vernünftigere Max Otte, ja, das ist der große Gegner sozusagen. Die AfD ist intellektuell gar kein Gegner, weil da kommt ja gar kein Konzept und da kommt gar nichts, ja. Also Dr. Markus Krall, Max Otte und Konsorten, Werteunion, das ist ein Gegner. Und der andere Gegenpol sind eben die nextscientistsforfuture.de, alles zusammengeschrieben. Und die sozusagen hier, das Duell ist jetzt das, was von Interesse ist. Das Einzige, was von Interesse ist. Hier, die sozusagen wollen die menschenfreundliche Gesellschaft, wollen aber dabei die Milliardärskönige mitnehmen, weil sie genau wissen, dass niemals etwas möglich ist gegen unsere geliebten Milliardärskönige, sondern nur mit ihnen, denn schließlich bestimmen sie die Schicksale der Welt. Und diese menschenfreundliche Welt befriedigt zwar ganz viele Wünsche vieler vernünftiger, leicht linkslastiger, aber natürlich nicht die Wünsche der linksextremistischen Diebe und Raubmörder. Ne? Die natürlich nicht. Ne? Und deswegen also hier, die sind die nextscientistsforfuture.de und bitte, liebe Greta Thunberg, liebe Fridays for Future, ja, also hier verabschiedet freundlich diese ganzen Spinner aus euren Orga-Teams, besinnt euch auf eure Klimaziele und macht euch klar, die kriegt ihr nur realisiert zusammen mit den nextscientistsforfuture.de und macht euch nochmal klar, was bringt es euch, mit Leuten zu kooperieren, die hier stehen, aber überhaupt nicht mehrheitsfähig sind. Die nextscientistsforfuture.de haben sich ja einem Test gestellt und diese Test-Bundestagswahl hat ja gebracht, dass sie 56% der Wähler sie sofort begeistert gewählt haben. Ich habe die Kommentare der Wähler gelesen, die überschlagen sich vor Begeisterung. Ja? Also das heißt, warum wollt ihr unbedingt mit denen kooperieren, hier links außen, mit denen ihr gar nichts erreicht, den ganzen Träumern, auch den Scientists for Future, die meistens auch solche, das sind sozusagen der linksextremistische Rand, der pseudowissenschaftliche linksextremistische Rand unserer Universitäten sozusagen. Hier wären die vernünftige, nennt es ruhig die vernünftige Linke, ja, also die eine menschenfreundliche Gesellschaft, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall endgültig abschaffen und beenden will, sozusagen. Und warum wollt ihr nicht, ihr arbeitet mit denen zusammen, kriegt gar nichts, erreicht gar nichts, anstatt mit denen zusammen zu arbeiten und fast alles zu erreichen
Und dadurch, dass ihr nur mit denen zusammenarbeitet, kriegt ihr gar nichts, sondern es bleibt nämlich so, wie es ist, nämlich das bleibt hier oder gar es setzt sich die bürgerliche Revolution von Markus Krall durch. Dann habt ihr hier diese Situation und dann habt ihr fast, dann ist, sind alle, praktisch alle eure Wünsche auf eine menschenfreundliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sind passé. Dann habt ihr total verloren sozusagen, ja? Wenn Krall gewinnt und Otte gewinnt und die Werteunion wieder gewinnt und Merz gewinnt, Friedrich Merz gewinnt und die CDU vielleicht wieder deutlich nach rechts rückt und so weiter. Und dann habt ihr eure Chance verpasst, die ihr hattet, nämlich wenigstens hier ein Zwischenergebnis. Seht es doch als Zwischenergebnis, dass ihr erst einmal den gemäßigten linken Lösungsansatz kriegt. Und dafür müsst ihr euch aber, müsst ihr aus euren Orga-Teams diese Linksextremisten verabschieden. Ja, macht euch doch mal klar, wir haben mit denen jetzt lang genug zusammengearbeitet, haben null Ergebnis. Na, und dann muss man doch mal sagen, jetzt wollen wir Ergebnis haben, dann gehen wir halt mit den gemäßigten Linken zusammen. Ja? Mit den vernünftigen Linken, mit den wirtschaftsvernünftigen Linken, die also nicht Europa und Deutschland kaputt machen wollen, ja, und oder nicht kaputt machen würden. Ja, ich glaube, jetzt ist für jetzt erstmal alles gesagt. Also, bis bald. Tschüssi.